أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, auf ihm, seine Gefährten, seine Familie und jene, die ihn folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. Brüder und Schwestern im Islam, ich werde versuchen, Wörter zu wählen, die zu unserer Situation einfach passen. Ja, den Zustand, den wir alle erleben, Dinge, die wir durchmachen, die wir durchleben und im Leben einfach mitbekommen, um einfach uns darin zu ermahnen. Das ist hier, soll ja auch eine Ermahnung, es ist jetzt gerade kein Unterricht oder ein Vortrag des Wissens. Es soll ja ganz einfach als Ermahnung gehen, ja, an uns alle, an mich selbst natürlich und an jeden anderen, der zuhört. Also nicht nur mit den Ohren zuhört, sondern auch mit dem Herzen zuhört, ja, weil es gibt Arten vom Hören. Einer hört zu und ist nicht anwesend. Einer hört zu und versucht zu verstehen. Und es gibt Leute, die hören mit dem Herzen. Das, was sie hören, wenn das gut ist, geht das in ihren Herzen hinein. Ja, und sie setzen das auch um dann. Sie versuchen daraus, das Nützliche zu nehmen und es auch anzuwenden. Weil das ist wichtig für uns. Wenn wir kommen und treffen uns, nur um uns zu sehen und sagen, Salam alaikum, alaikum salam, auch Hasanat, Alhamdulillah. Ja, aber ist nicht der Zweck, warum wir uns versammeln, warum wir uns hinsetzen, warum wir reden und all diese Sachen. Der Zweck ist, liebe Geschwister, das, was wir uns gegenseitig mitgeben, oder das, was ihr hört vom Redner, einen Nutzen für uns haben soll. Einen Nutzen fürs Morgen. Wenn wir morgen den Tag überleben, wenn wir morgen noch da sind, dass ich diese Dinge anwenden kann. Oder fürs Gleich, weil kann sein, dass Dinge erwähnt werden und sofort du mit der Situation in Verbindung kommst, was der Redner angesprochen hat, und dann Alhamdulillah, durch das, dass du es mitbekommen hast, weißt, wie du zu handeln hast. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, sehr, sehr wichtig. Als allererstes, ich habe gesagt, das ist kein Vortrag des Wissens, und ich sage das mit Absicht. Ja, ich sage das mit Absicht, weil ich kenne meine Position, Alhamdulillah, und ich weiß, wer ich bin, und ich weiß auch, wie ich mich zu danken habe, wo ich momentan stehe. Das kommt nur durch Allah subhanahu wa ta'ala, dass jeder Einzelne für sich kann Allah ta'ala danken, dass ihr hier sitzt, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Das können wir nur Allah ta'ala danken. Aber Alhamdulillah, ich bin weder noch ein Sheikh, noch ein Mufti, noch ein Gelehrter, noch irgendein super Imam oder was auch immer. Ja? Ich bin euer Bruder im Glauben, der ein Schüler dieser Schüler eines Sheikh ist vielleicht. Ja, und versucht was zu lernen, und das, was ich mitbekomme an Wissen oder mir mitgegeben worden ist, was ich verstanden habe, wo ich weiß, ich bin da drin, befestigt das drin, das versuche ich den Leuten mitzugeben, weil nur das ist nützliches Wissen für mich. Mir macht das nichts, wenn ich das lerne und ich behalte das für mich und laufe rum und tue einen auf wissend. Wichtig ist, dass meine Geschwister es mitbekommen. Habe ich etwas gelesen, was herzergreifend ist? Habe ich etwas gelesen, was der um meinen Nutzen bringen würde, weil es die Geschwister momentan stärken konnte oder was unser Fundament, den wir haben, der Religion stärken konnte? Das gebe ich den Leuten mit. Warum soll ich es bei mir behalten? Warum gehen wir und lernen wir? Natürlich, um uns selber zu schützen, aber auch um den neben mir. Ich fühle für den Bruder, der bei mir ist, und für die Schwester fühle ich mit. Den lasse ich ja nicht so stehen. Ja, deswegen, liebe Geschwister, also wie gesagt, die Dinge, die wir mitbekommen, versuchen wir mitzugeben. Ich bin auch kein YouTube-Gelehrter oder YouTube-Sheikh, neue Namen, gibt es ja auch mittlerweile neue Namen, ja? Auch davon nichts. Dass die Videos im Internet sind, Alhamdulillah, mit den Leuten, die nicht heute hinkommen können, auch einen Nutzen davon haben. Und jeder enthält seinen Lohn, Achim. Jeder enthält seinen Lohn. Jeder bekommt seine Belohnung, Alhamdulillah. Der redet, derjenige, der aufnimmt, derjenige, der anwesend ist, derjenige, der das vorbereitet, all das dürfen wir auch nicht vergessen. Das müssen wir auch im Kopf behalten, liebe Geschwister. Jeder ist wichtig für uns, ja, unter uns. Und jeder beten, der wird sagen, Yom Kiyamah sein Lohn sehen. Ich habe, liebe Geschwister, bezüglich unserer Situation und Zustand, und ich weiß, dass in Wuppertal auch gewisse Dinge passiert sind und was man so den Brüdern hier so antut und was man über die so erzählt. Das Allerwichtigste ist der Zusammenhalt. Das Allerwichtigste ist der Zusammenhalt unter uns. Wir sprechen La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Wir verrichten das Gebet alle zur selben Richtung, Richtung Qibla. Wir entrichten die Zakat, wenn wir dafür verpflichtet werden. Wir verrichten, liebe Geschwister, oder wir fasten im Monat Ramadan, wenn der Monat da ist. Und wenn wir dazu in der Lage sind. Ja, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt, vollziehen wir unsere Pilgerfahrt. Das ist wichtig. So diese, wenn wir diese Dinge tun, liebe Geschwister, und wir glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, so wie wir zu glauben haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam geglaubt hat, wie die Sahaba radiallahu anhu es verstanden haben, das ist das Allerwichtigste für uns, der Zusammenhalt. Wie wir zueinander halten. Wie wir, und ich weiß, es wurde öfters angesprochen, ich habe das letzte Woche in Khutbah Bolz in der Moschee erwähnt, aber trotz dessen ist uns, glaube ich, die Wichtigkeit von diesem Thema nicht bewusst geworden. Ich will heute nicht nur über das sprechen, aber es ist uns nicht bewusst geworden. Glaub mir, Achi, ist uns nicht bewusst geworden. Du redest darüber und eine Stunde später streiten sich Leute, Geschwister, und für Dinge, die man sich nicht streiten muss. Du redest darüber und zwei Stunden später lässt man Schwestern unter sich, wie über eine andere Schwester. Das heißt, uns ist das nicht bewusst geworden. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns im Koran, dass wir zusammenhalten. Und ihr kennt sehr bekannten Vers aus dem Buch Allahs, ja, in Surah Al-Imran, Vers 103, Wallahu alam, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und haltet an den Seil Allahs fest. Jami'an, sagt er, alle gemeinsam fest. Und spaltet euch nicht. Und gedenkt die Gabe Allah, die über euch gekommen ist. Das ist eine Gabe von Allah Azza wa Jal. Der Islam, dass wir diese Geschwisterlichkeit haben, dass wir voneinander zählen können, dass wir zu einem sagen können, Achi, und der Bruder kann zu dir sagen, Bruder, und die Schwester, Schwester. Das ist eine Niyama. Wenn wir die Wichtigkeit dahinter verstehen, und wenn wir verstehen, dass die Umma darauf baut, dann wirst du merken, welche Gabe das ist. Wenn du mal nicht in der Religion gewesen bist, und du nicht immer Muslim warst, wirst du es vielleicht geschmeckt haben. Glaub mir, liebe Geschwister, viel, viel, viel basiert darauf. Und erstens, um gewisse Zustände zu überbrücken oder zu überstehen, zu überleben, benötigst du die Brüder und die Schwestern. Die Schwestern und wir benötigen uns gemeinsam. Als Geschwister, als Umma. Um Situationen zu überstehen. Was hat uns heute hier zusammengebracht? Ja, was hat uns heute zusammengebracht? Unsere Nation? Ich weiß, wir haben das Treff der Nationen genannt, ja? Stand das im Flyer? Wir sind verschiedene Nationen, das ist ja nicht zu leugnen. Alhamdulillah zeigt diese Buntheit des Islam. Aber was hat uns denn zusammengebracht? Was hat uns wirklich hierhin gebracht? Ist es, weil Abu Zur oder Abu Zur vorne ist? Nein, glaube ich auch weniger. Das, was uns zusammengebracht hat, liebe Geschwister, ist, woran wir alle gemeinsam glauben. Was uns verbindet. Also wir haben eine Verbindung, wir haben eine Verwandtschaft, die ist heilig. Was ich damit sagen möchte, wir sind verwandt, nicht durch Blut. Kennt ihr den berühmten Spruch, Blut ist nicht Wasser? Ja, man sagt das immer so, für Familie. Ja, man sagt, Blut ist nicht Wasser, wie gehst du mit deiner Tante um, wie gehst du mit deinem Onkel um, etc. Aber was haben wir für eine Verbindung, was haben wir für eine Verwandtschaft? Unsere Verwandtschaft, liebe Geschwister, geschieht durch Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat uns zu Brüdern gemacht. Er hat unsere Schwestern zu Schwestern gemacht. Er hat uns zu Geschwistern gemacht. Weil wir alle dasselbe bezeugen und die Säulen machen, die ich eben aufgezählt habe. Das hat uns zusammengebracht. Das heißt, hätten wir alles genommen, uns angeschaut, um Leute zusammenzubringen, wir wären nicht so zusammengekommen, wie wir heute zusammengekommen sind. Und spielt nicht eine Rolle die Anzahl, ob es weniger ist als letztes Mal oder mehr. Das ist kein Problem, Achim. Sind die Herzen da, die da sind? Wir rechnen, wir müssen das nicht an Zahlen rechnen. In der waren 500 Leute, war erfolgreich, waren 50 Leute, war nicht erfolgreich. So dürfen wir nicht rechnen, liebe Geschwister. Weil ich habe eben gesagt, hoffentlich hören, die Leute sollen zuhören, Herzen sollen zuhören. Wenn 500 Menschen da sind und 50 Leute hören zu, ist dasselbe, 50 Leute da sind und 50 Leute, diese 50 sind am Zuhören. Das andere ist alles nur Augeneffekt. Nur, dass das Auge mehr sieht. Aber wir tun auch in diesem Ding, in dieser Sache tun wir nicht mit dem Augenessen. Ja, Alhamdulillah, waren viele da, überfüllt, Masha'Allah, Allahu Akbar. Und wenn die Leute aus der Moschee rausgehen, die fragen, was hat der Bruder gesprochen? War ein super Vortrag. Ja, was hat er denn geredet? Ja, über Allah und seinen Propheten. Ja, was hat er geredet? Was hast du denn mitgenommen?
Kannst du uns eine Aya, ein Hadith mitgeben? Der wird dir sagen, und das kannst du mit dir testen. Bruder, ich mache das, wenn wir bei uns Vorträge machen oder wenn wir Unterricht haben. Wir machen das meistens bei den Unterricht der Frauen. Wir machen den Unterricht zu Ende, ja? Und dann stelle ich die Frage, alle verstanden? Alle, ja, verstanden. Okay, wir haben über Sura Zelzele gesprochen heute. Was war der Offenbarungsgrund? Keine Antwort. Weiß das keiner? Allahu Alam. Weiß das oder weiß das nicht? Allahu Alam. Hier passt das nicht ganz sicher. Also entweder du weißt die Antwort oder du weißt das nicht. Es wurde vor halber Stunde, vor einer Stunde wurde das besprochen. Das meine ich mit Herzen, wenn das Herz zuhört. Hörst du wahrlich zu oder bist du gekommen, Menschen zu sehen? Oder bist du gekommen, dass wir uns die Hände schütteln? Das ist auch eine gute Sache, Alhamdulillah. Das gehört auch zu unserer Brüderlichkeit, dass wir uns grüßen. Aber was ist dein Ziel, Bruder? Was willst du mitnehmen? Willst du mit dem Proviant, was du gekommen bist, mit denen auch gehen oder willst du es vermehren? Das ist wichtig, liebe Geschwister. Was bekommst du? Und deswegen, es kommt nicht an die Anzahl. Es kommt nicht an die Anzahl. Und wenn wir diese Dinge nochmal gehört haben, ist kein Problem. Erinnerung, liebe Geschwister, Wiederholung. Das ist immer das Wichtigste, was wir brauchen, glaub mir. Wenn wir heute reden würden über Tawhid al-Rububiyyah und Tawhid al-Ibad und Tawhid Asma wa Sifat, diese drei Kategorien von Tawhid, ja? Und die meisten wissen diese drei Kategorien, ihr habt die bestimmt öfters gehört. Vielleicht würde ich sagen, ah, das habe ich schon mal gehört, das ist kein Problem, Achi. Wiederholung ist am nutzvollsten, warum? Weil du erinnerst dich an Dinge und die Dinge, die bei dir waren, werden gestärkt dadurch. Werden gestärkt. Wenn wir über die fünf Säulen der Religion sprechen und uns darin ermahnen, ist das sinnvoll. Glaub mir, Achi, was nicht sinnvoll ist, was nicht nutzvoll ist, dass wir uns hinsetzen und diskutieren und du hörst. Und wir schmeißen Begriffe in den Raum, schmeißen Begriffe. Niqab, Hijab, Hände vom Ruku, wo stehen die, etc. Übliche Gespräche zwischen den Brüdern. Betet, Käfer, nicht Käfer, etc. Und was man immer alles beredet. Viel wichtiger ist, wenn du dich mit deinem Bruder hinsetzt, oder viel nutzvoller ist, wenn du dich hinsetzt und die erinnert dich gegenseitig an gewisse Dinge, an eine gewisse Adilla von einem bestimmten Thema, an gewisse Beweise. Erst, liebe Geschwister, ist der Zusammenhalt. Zweitens, liebe Geschwister, ist wichtig, dass wir daran festhalten, was wir haben. Und das ist die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist sehr wichtig, dass wir daran festhalten, was wir besitzen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns den Islam gegeben. Alhamdulillah. Und wir können uns Muslime nennen. Und dürfen uns Muslime nennen. So wichtig ist jetzt, an diesen Koran und die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und die Praktiken des Sahaba radiallahu anhum, daran festzuhalten. Ist nicht nur zu bezeugen. Guck mal, liebe Geschwister, uns erlaubt zu sagen, Islam ist die Wahrheit. Stimmt's? Wir können sagen, Islam ist die Wahrheit und wer es nicht annimmt und so stirbt, wird für ewig in der Hölle leben. Können wir so sagen, weil so ist unser Glauben. Aber, liebe Geschwister, wenn wir uns erlauben, es zu sagen, es ist wichtig, dass wir es auch so präsentieren können. Ja, wir sagen, Islam ist die Wahrheit, oder wir sagen, Islam ist der beste Weg für den Muslim, für den Menschen im Leben. Wie oft hörst du das? Warum sagst du, Leute, nimm den Islam an? Weil du sagst, das ist der beste Weg für den Menschen im Leben. So beweise es. Nicht nur mit Kelam, mit dem Sprechen. Beweise es auch mit dir selbst, mit deinen Taten. Zeig den Menschen, dass das der beste Weg ist im Leben. Denn nach dem Wort folgt die Tat, liebe Geschwister. Nicht, dass wir immer reden und Dinge sagen und erzählen, aber wir tun es nicht. Der Islam ist der beste Weg im Leben. Dann zeig uns, dass der Islam der beste Weg im Leben ist. Dann lass uns versuchen, als Muslime zu leben. Und wir haben eben darüber gesprochen im Auto. Natürlich wirst du nicht alles richtig machen, Achi. Natürlich wirst du nicht immer alles machen können. Aber versuche zu machen, das was du kannst. Lass uns versuchen, zu tun, das was wir können. Nicht was wir wollen, was wir für uns entscheiden, was wir können. Lass uns so weit gehen, wie wir können. Und dann wirst du sehen, Achi. Deswegen, festhalten an der Religion ist sehr wichtig. Bekannter Hadith, liebe Geschwister, vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Hadith sagt, Kul ammantu billahi. Der Prophet gibt einen Satz für einen Gläubigen. Er sagt, Kul ammantu billahi thumma istaqim.
Sprich, ich glaube an Allah, dann stehe dazu. Istiqama, stehe dazu. Dieses Mustaqim, was du verlangst, dieses Siratul Mustaqim, verlangst du von Allah Azza wa Jal. Diese Istiqama verlangst du. Du sagst, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdina Siratul Mustaqim, die allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Wallah, erweisen uns den geraden Weg. Willst du geraden Weg, ja, achi? Wollen wir es? Oder wissen wir nicht, was wir verlangen? Das ist auch eine Sache. Ich glaube, manchmal wissen wir nicht, was wir verlangen. Das Festhalten, liebe Geschwister, an diesem Weg ist wichtig. Nicht das sein lassen sofort. Ja, du machst die Religion und dann versuchst mit dem Bruder zusammen und anstatt an die Religion festzuhalten, lässt du los. Weil danach, wenn du an die Religion festhältst, wenn wir unseren Zusammenhalt haben, wenn wir an die Religion festhalten, wichtig ist natürlich, die Religion dann zu lernen. Diese Religion zu lernen. Bruder im Glauben, Islam zu lernen ist wichtig. Versuch. Und es gibt Möglichkeiten. Und das habe ich heute in Khutbah erwähnt. Einige Brüder von Wudda waren da. Es gibt Möglichkeiten, liebe Geschwister, dass wir unsere Unwissenheit, das, was wir an Unwissenheit mit uns tragen, zu entfernen. Tun wir es aber, ist die Frage. Weil es Möglichkeiten gibt, um Wissen zu erwerben. Es gibt Möglichkeiten, um Wissen zu erwerben. Die Frage ist, ob wir es wollen, ob wir bereit sind. Willst du lernen, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, willst du lernen, was der Islam bedeutet? Willst du verstehen? Willst du das mit dir tragen? Willst du es ausleben? Dann musst du es lernen. Denn das Wissen kommt vor der Tat. Das Wissen kommt vor der Tat. Und glaub mir, viele wissen nicht. Viele wissen nicht, einfache Dinge wissen nicht. Brauchen wir nur über Ibadah zu sprechen. Al-Ibadah. Al-Ibadah, liebe Geschwister, diese Anbetung zu Allah, Gottesdienst, ist ein Begriff, den jedem bekannt ist, oder? Gibt es jemanden, der kennt das Wort Ibadah nicht? Das kann man noch nicht kennen, das kannst du aufzeigen. Bruder, ist nicht schlimm. Wir lernen immer dazu. Bruder, wir lernen immer dazu. Ich saß auch und Leute haben geredet und die haben uns Sachen beigebracht und manchmal haben 8-Jährige geantwortet und wir wussten die Antwort nicht. Hat Sheikh gefragt und der Junge hat rausgeschossen wie eine Pistole. Pistole, bam, bam, hat gesagt, so. Und ich habe so geguckt, ich habe gesagt, Allahu Akbar, was ist das denn? Dann habe ich gemerkt, dass Wissen geht nicht nur von Zuhören, geht es auch mit Mitschreiben. Al-Ibadah. Kennt jeder Definition von Ibadah? Definition von Ibadah. Ihr dient Allah, wir dienen Allah. Wir verlangen Dienerschaft. Wir sagen zu Allah, wir dienen die alleine. Wir machen das, wir beten 5-mal am Tag, beim Ramadan tun wir Fasten. All die Sachen, die zur Ibadat gehören, machen wir. Was bedeutet Ibadah? Was ist die Definition von Ibadah? Ihr wolltet nachher Quiz machen, hier bitte schon Frage. 5-mal. Was ist die Definition von Ibadah? Einfache Sache, gehört zur Akida, bitte schon. Das ist nicht die Definition nur. So bist du ein bisschen gut dabei. Ja, anders erklärt, anders müssen erklären. Also, es ist sehr grob erklärt. Also ein allgemeiner Begriff für alles. Okay, auch natürlich kann man das alles nicht, kann ich nicht sagen, das ist falsch, aber Ibadah, wie der Bruder vor mir gesagt hat, ist, wie sagt Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ibn Taymiyyah glaube ich auch, Allahu alam, wie ich das gelernt habe, im Endeffekt, Ibadah, die Definition davon, sagt man, ismun jamiun li kulli ma yuhibuhu Allah wa yardah min afa'al wa laqwal zahira wa batina. Ja, also alles, ein allgemeines Wort, Ibadah, allgemeines Wort. Für alles, was Allah liebt, mag und akzeptiert, ja, an Taten und Worten, innerlich und äußerlich. Ja, und dann natürlich kann man zufügen und sich entfernen von Schirk und Bid'ah. Und man kann sagen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, kann man solche Zufügungen machen. Aber wie gesagt, wichtig ist für mich, Ibadah, versteht ihr, ein einfaches Begriff. Jeder hat das gehört,
Aber es fällt uns schwer, für uns zu erklären. Deswegen, was habe ich gesagt? Wissen, erwerben, die Religion lernen. Jetzt wissen wir, okay, Al-Ibada ist ein allgemeines Wort. Für alles, was Allah liebt, mag und akzeptiert. Innerlich und äußerlich, an Wort und Tat. Jetzt innerlich, und wenn ich anfange, die Dinge zu erklären, wird der Vortrag, muss man dann nur darüber sprechen. Ja, machen vielleicht ein anderes Mal. Über Ibad. Obwohl, es gibt Vorträge von Abu Hussein und anderen Mashaykh, gibt es im Internet darüber. So. Liebe Geschwister, jetzt merken wir, dass einfache Dinge wir vielleicht vergessen haben. Ich sage nicht, dass man das nicht vorher gewusst hat. Vielleicht hat man es gehört und man hat es vergessen. Ja? Jetzt wird die Frage kommen, wann ist eine Tat der Ibadah? Wann wird eine Tat zur Ibadah? Wir verrichten Taten. Wann ist sie zur Ibadah? Das sind alle Dinge, die gehören, wenn eine Tat schon Ibadah ist, damit die vollständig ist. Ja? Damit die vollständig ist. Das sind zum Beispiel mit der Niyya. Ikhlasu Niyya ist Schurut von Ibadah. Aber wann ist aber, mein Bruder, ein Amal Ibadah? Sagt, liebe Geschwister, ein Sheikh, und erklärt, إِذَا كَمُلَا فِيهَا شَيْئًا كَمَلُ الْحُبْ مَعْ كَمَلُ الظُّلْ. Wenn sich zwei Dinge darin vervollständigen, die Vervollständigkeit der Liebe und die Vervollständigkeit der Unterwerfung, dann ist diese Tat erstmal Ibadah. Und dann kommt Shurut, dann kommen Bedingungen. Und eins davon ist Ikhlasuniyya. Ja? Und das andere ist, dass man das macht nach der Scharia Allah Azza wa Jalla, das heißt nach dem, was Allah offenbart hat, nach Koran und Sunnah. Ja, und eine Wahrhaftigkeit, die darin sein muss. Und etc. So. Ihr seht, liebe Geschwister, es gibt Dinge, die sind einfach, aber trotzdem wissen wir nicht. Und die müssen wir wissen, weil das sind Fundamente. Das sind Dinge, die wir lernen müssen. Deswegen, was haben wir gesagt? Erstmal müssen wir unter uns stimmen. Und ich mache das nicht gerade, um zu sagen, ja, habt ihr gesehen, ihr wisst nicht, was Ibadah ist? Nein, nein, nein. Wallahi, liebe Geschwister, ich mache das nicht. Glaub mir, liebe Geschwister. Ich weiß, Bruder, ich saß in Belgien in der Uni und der Sheikh hat mit uns gelernt und hat uns auch Fragen gestellt. Und er hat uns auch gesagt, dass er das nicht extra macht. Er kam rein, Pause war zu Ende, kommt rein. Er hat sofort geschrieben, Shurutu Salah, sagt er, die Bedingung von Salah. Bitte schön. Einer zeigt auf, ich weiß, Muslim. Er sagt, Delil. Er sagt, Muslim ist ein Beweis. Muss ja glauben, muss erstmal Muslim haben, damit du beten kannst. Der sagt, Beweis. Dann sagt der einer so, ich habe gelesen, so sagt er, nein, Koran oder Sunnah. Entweder ein Ayah oder ein Hadith. Nicht, ich weiß, ich will, ich habe mir überlegt, ja, ich denke mir, ich habe gelesen. Er hat das nicht gemacht, um uns zu ärgern oder um uns down zu machen. Nee, er hat uns nur gemacht, das hat er mit uns gemacht, damit wir diesen Lust und diesen Durst an Wissen erwerben, nicht verlieren. Nicht, dass wir denken, weil wir gewisse Dinge gelernt haben, wir sind jetzt da. Dass noch immer viel uns fehlt. Ja, und mein Lehrer hat zu mir gesagt, liebe Geschwister, der hat 14 Jahre studiert, der hat zu mir gesagt, Hamza hat zu mir gesagt, auch wenn du die arabische Sprache beherrschen solltest und richtig sprichst Arabisch, so richtig fließend, sagt er, dann hast du nur einen Schlüssel zum Wissen. Und wenn du deinen Körper, sagt er, aufgibst für Wissen, du erwirbst Wissen, dann hast du nur ein bisschen von Wissen genommen. Wenn du so viele Jahre davon abgibst, von deinem Leben, weil so viel an Wissen da ist. Deswegen, liebe Geschwister, wissen die Religion zu lernen. Danach, liebe Geschwister, ist das, was wir lernen, es weiterzugeben, anderen Leuten mitzugeben. Ja, dass wir den Leuten, dass wir versuchen, einen Kreis zu machen. Ich habe was gelernt, dann gebe ich das den Brüdern mit. Diese Dauer auch, dass man den Leuten zu dem ruft, auch woran man glaubt, was man gelernt, dass man die Leute ruft, ja, und mitgibt. Hast du einen schönen Hadith gehört? Eine schöne Ayah? Sag, gib mit, ach, hast du einen schönen Tafsir gehört? Eine schöne Geschichte? Gib dir mit. Stärke deinen Bruder auch. Das ist sehr wichtig, auch mitzugeben. Und dann, liebe Geschwister, ist, dass wir geduldig dessen sind, was wir abbekommen, nachdem wir mitgegeben haben. Weil das wird passieren. Und ihr kriegt das vielleicht mittlerweile auch mit. Und wir kriegen das auch mit. Ich meine, vielleicht habt ihr von der Lage von unserem Bruder Mönchengladbach gehört. Das ist normal. Wir haben jahrelang Dauer gemacht und jetzt werden wir geprüft. Jetzt die Leute sind gegen dich, lehnen sich gegen der Wahrheit.
Jetzt, was müssen wir machen? Muss man geduldig ausharren. Muss man versuchen, mit Geduld damit umzugehen. Aber geduldig ausharren heißt nicht, ich mach Mund zu und ich setz mich hin. Nein, geduldig ausharren, ich mach weiter. Ich halte weiter meine Religion fest. Ich bewahre weiter die Brüderlichkeit. Ich werde versuchen, weiter Wissen zu erwerben. Ich gebe weiter das Wissen mit. Und das, was auf uns kommt, das mache ich geduldig. Ja, rasten wir nicht aus, strecken Zungen vor der Kamera, wenn Kamera da ist oder was auch immer. Ja, wir haben einige Leute gehabt, einen Bruder habe ich gesehen, subhanallah, wo wir die Gebete draußen verrichtet haben und die Kameras waren da und Fernseher, da geht er noch, streckt die Zunge so. Ich weiß nicht, warum der das gemacht hat. Ich weiß wirklich nicht, warum der das gemacht hat. Oder er hat gesagt, ich weiß, warum der das gemacht hat. Weil er von Unwissenheit geplagt war. Er ist geplagt von Unwissenheit, der weiß nicht, wie der sich verhalten soll. Das, was viele Brüder gesagt haben, du hast einen Nichtmuslim vor dir, du willst mit denen über Islam reden, auf einmal zitterst du oder du plapperst, kannst nicht mit denen über den Islam erzählen, was ist mit dir los? Also als würdest du nicht gelernt haben, wie du dich zu verhalten haben sollst. Weil die Religion hat uns beigebracht, wie wir uns zu verhalten haben, in verschiedenen Situationen. Aber anscheinend, manche Leute wissen das nicht. Und dann handeln nach dem, was sie emotional im Herzen tragen. Was an Emotionen in ihrem Herzen ist, das lassen sie nach außen. Ja, das lassen sie nach außen. Das ist das Problem. Liebe Geschwister, Unwissenheit ist sowieso ein großes Problem in der Menschheit. Nicht nur in der Umma, in der Menschheit ist Unwissenheit ein Problem. Weil die Leute unwissend sind, sind die rechts. Weil Leute unwissend sind, gehen die und machen gewisse Dinge. Durch Unwissenheit entsteht das, weil sie sich nicht hinsetzen und lernen oder bereit sind, etwas mitzubekommen, was zu lernen, was zu verstehen und zu begreifen. Deswegen haben wir Situationen, die wir haben. Deswegen sind gewisse Momente oder gewisse Sachen so, wie sie sind. Wir haben noch nicht 12, oder? Ich habe schon angefangen. Egal. Das ist, liebe Geschwister, was wir verstehen müssen. Glaub mir, diese Punkte, diese Brüderlichkeit, der Zusammenhalt, was wir alles erwähnt haben, ja, die Punkte, die wir erwähnt haben, der Zusammenhalt und das Festhalten an der Religion, das Lernen der Religion, das Weitergeben, die Geduld mit dem, was auf uns dann zukommen wird, das sind Punkte, die wir versuchen müssen, immer in uns aufzufrischen. Und auch wenn wir sie erwähnt haben und auch wenn wir sie heute schon erwähnt haben, ist uninteressant, spielt keine Rolle, Alhamdulillah, wir wiederholen. Und ich gebe euch jetzt ein Ereignis mit, damit ihr versteht, dass Wiederholung gut ist. Ja, einmal ein Muhaddith hat einen Hadith ständig wiederholt mit Kette. Ständig die Kette wiederholt und den Hadith. Und eine alte Frau hat das nur mitbekommen. Er hat das ständig wiederholt. Und sie hat den Hadith auswendig gelernt. Darauf sagte sie, zu dem Muhaddith hat gesagt, ja Sheikh, du hast den Hadith so oft wiederholt, ich weiß, ich kann den Hadith auswendig. Der hat gesagt, erzähl mal. Die sagt so, an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und er hat den Hadith erwähnt. Und dann sagt der Sheikh, gut, Jamil, schön, kein Problem. Und ist gegangen. Nach ein, zwei Monaten, der Sheikh hat weiter diese Riwaya wiederholt. Nach ein, zwei Monaten ist der Mann wieder an dieses Haus der alten Frau vorbeigegangen. Und diese alte Frau stand wieder da und hat gesagt, der Sheikh zu ihr, die alte Frau hat ihr gesagt, kannst du mir vielleicht diesen Hadith wiederholen, den ich immer wiederholt habe? Der hat gesagt, ich habe den vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie der Hadith geht. Dann hat der Sheikh gesagt, aber ich weiß, wie der Hadith geht. Und hat den Hadith erwähnt. Warum? Weil er ihn ständig wiederholt hat. Dinge, die du nicht wiederholst, vergisst du auch. Oder du dich nicht hinsetzt, auch wenn du die auswendig gelernt hast. Und das kannst du mit dir selber testen. Wie viele Dinge hast du schon mal gelesen und du weißt nicht mehr, wie sie sind? Oder wie sie zu beantworten sind? Oder Beweise aus dem Buch Allahs vergessen. Warum passiert uns das? Weil wir zu wenig wiederholen. Und ich sage extra, wir sind alle mit beeinhaltet. Das gibt es keine Ausnahme. Wir alle. Wir lernen alle und versuchen einen Weg zu gehen. So, wir müssen Dinge wiederholen. Es ist nicht immer vom Sinne, dass wir immer eine Ermahnung haben, herzergreifend. Und ich sage dir jetzt ein Hadith und du sagst, Allahu Akbar, Masha'Allah, Subhanallah. Wir haben hier so ein Erzeugen von emotionalen Gefühlen und du denkst, boah, Allahu Akbar, du bist so bereit für alles. Ja? Für nichts Böses, nur Gutes bist du bereit, also ich meine, die Religion zu verbreiten. Du bist so, fühlst so stark in dir. Und
Und du sagst, Qala sallallahu alaihi wa sallam. Ja Allah. Du kannst weinen, du kannst nicht mehr. Weil das emotional ist. Geht, ist kein Problem. Herzergreifend geht. Gibt es Hadithe, erwähnen wir einen nach dem anderen. Und wir machen Takbir und dann alle. Allahu Akbar. Das geht. Das ist kein Problem. Aber was hast du davon, wenn du dann diese Moschee verlässt und du bist wie ein Pustekuchen? Du gehst dann raus und kurz vor 12 sagst du, ach, soll ich Knaller machen gehen, soll ich nicht, soll ich machen, soll ich nicht. Aber eben warst du Takbir in der Moschee. Das ist der Sache. Deswegen, man kann schreien und einen emotionalen Vortrag machen und dass man sagt, Allah, aber du musst die Materie erstmal verstehen. Du musst die Substanz erstmal verstehen, du musst erstmal verstehen, was Kern der Sache ist. Weil wenn du keine Ahnung hast, was Ibadah ist, wenn du weißt nicht, was der Gottesdienst ist, du kannst nicht den Gottesdienst erklären. Du kannst nicht sagen, wann Ibadah, wann ein Tag Ibadah ist. Du weißt nicht, welche Bedingungen Ibadah hat. Du sagst La ilaha illallah und du kennst die Bedingungen von La ilaha illallah nicht. Und wenn einer dich fragt, stottest du. Muhammad Rasulullah, du weißt nicht, was damit gemeint ist. Du sagst La ilaha illallah, du weißt nicht, in was sich La ilaha illallah teilt. All diese Sachen, nachher, all diese Sachen. Und wir können anfangen zu erzählen. Verstehst du, ich meine, aber du willst Herzergreifendes haben und so. Und ja, ich will mein Herz so beben lassen. Ja, Bruder, aber es geht sich nicht, dass das nur in diesem Moment ist. Es soll nicht nur bei dem Allahu Akbar bleiben. Es soll nicht nur bei dem Subhanallah bleiben. Es soll weitergehen. Es soll weiter wachsen. Es soll, wenn du nach Hause gehst, dir diesen Geschmack geben, dass du sagst, okay, ich will lernen. Ich will auch was verstehen und können. Um jemand zu helfen. Bruder, warum machst du das dann? Wie gesagt, damit wir uns dann auch gegenseitig helfen. Wir sind nicht so gegeneinander Beschützer. Allah sagt das im Koran. Allah sagt im Koran, dass die gläubigen Männer und gläubige Frauen sich gegenseitig Beschützer sind. Sie gebieten das Gute und verbieten das Schlechte. Sie verrichten das Gebet und entrichten die Zakat. Und sie gehorchen Allah und seinem Propheten. Deswegen, achi, man kann. Es ist nicht eine Frage des Können. Ja, es ist nur eine Frage, ob das einen Nutzen bringt oder nicht. Es ist eine Frage, ob es einen Nutzen bringt. Wenn wir morgen erlebt, okay, morgen den Tag erleben, haben wir 2011. Was hast du dir vorgenommen, zum Beispiel 2011? Hast du mal vorgenommen, endlich mal ein Buch zu Ende zu lesen? Ja, oder etwas, einen Unterricht zu Ende mitzumachen? Oder gewisse Dinge von deiner Religion zu lernen? Läufst durch die Gegend unwissend. Wir laufen durch die Gegend, liebe Geschwister, und erzählen, dass Islam die Wahrheit ist. Und reden, aber wir können das nicht selber beweisen. Wir selbst können das nicht beweisen. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister. Bidnillah ta'ala, dies waren meine Wörter, zusammengefasst und allem, was ich euch sagen wollte. Ja, weil ich meine, wenn ich jetzt noch mehr sagen wollte oder wenn alles einzeln erklären wollte, dann werden wir noch mehr Zeit benötigen und der Bumawi will bestimmt auch noch sprechen. Und Bidnillah ta'ala, werde ich das Wort weitergeben. Wie gesagt, liebe Geschwister, für mich, was wichtig ist, für uns alle, ist, dass wir versuchen, erst mit dem Herz zu hören, egal wer redet, rede von Allah und seinem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das Nützliche daraus zu nehmen, daran festzuhalten, es umzusetzen, es weiterzugeben und geduldig zu sein mit dem, was du danach abbekommst. Das ist wichtig, diese Punkte sind wichtig. Allah.